Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Gudi. Jetzt hat wieder Let's Play The Last Guardian. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge. Hier drin gelandet sind, will Trico von uns erstmal ein bisschen Futter. Ihr seht mal hier oben, das ist gerade eine wunderbare Einstellung. Die Hörner fangen an, ein wenig zu wachsen, ne? Das ist, glaube ich, schon auf alle Fälle die eine Seite. Ich glaube, die waren beide komplett platt zum Anfang, oder? So, der Kleine hat Hunger, ist es? Dann kümmern wir uns mal, würde ich vorschlagen. Au, und ich glaube, ich weiß schon, das Kümmern hier macht keinen Spaß. Sage ich ja. Ihr fragt es, hä, Gudi, wieso macht das keinen Spaß? Seht ihr gleich. So, weil wir können nämlich mit Fass nicht springen und deswegen müssen wir Fass werfen. Und ich überlege gerade, wohin. Nee, hier können wir erstmal noch gehen. So, da drüben soll es bitte schön landen. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich habe gestern auch so ein Parcours gehabt, wo ich das Fass auch so ein bisschen durch die Gegend werfen musste. Und ich muss sagen, ich wurde ein kleines bisschen wahnsinnig. Ah, sehr schön. Das hat auch nichts zu sagen, ne? Das hat nichts zu sagen, Leute. Das sage ich euch leider auch. Weil der nächste Wurf muss ja auch gelingen. Ne, so viel zu dem Thema. Leider ist es auch so, dass es, sobald man X drückt, oder, ja was, nee, Viereck drücke ich hier zum Werfen, das ist nicht so, dass ich da die Taste drücke, gedrückt halte, die Richtung anzeige und dann ganz in Ruhe, nein. Ja, genau, ne, das war es jetzt gerade. Er lässt halt einfach dann los. Ja, also er wirft einfach, das kann ich auch einmal drauf tippen, er wirft das dann halt einfach in die Richtung, wo ich gerade steuere. Nicht nehmen. Oh. Ja. Also wir wissen jetzt schon, was wir gemeinsam. Ah, nee. Seht ihr? Ich wollte ausholen, ne? Ich wollte nach hinten drücken zum Ausholen. Dann drücke ich den Knopf und dann wirft er halt sofort. Also wir wissen jetzt schon, was wir die nächsten 20 Minuten hier gemeinsam machen werden. Wir werfen ein Fass. Ist ja auch mal spannend. Bitte bleib oben. Nicht runter. Gut. Also erstmal gut. Ihr könnt ja auch sagen, Gudi, du bist zu doof. Wahrscheinlich denkt ihr das auch. Sehr gut. Ah, springen. Aber wurscht, solange ich hier runterfalle, ist das egal. Weil hier kann nämlich das Pass nämlich auch runterpurzeln. Das ist nämlich schön gemacht. Wenn man dann zu weit wirft, dann landet es halt da. So. Ach, brauchen wir gar nicht mehr werfen, oder? Ah, ich weiß es gerade nicht. Wo muss ich lang? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Gudi. Wo muss ich denn lang? Ich bin gerade verwirrt. Ich stelle jetzt das Fass vorsichtig ab. Bitte stell es vorsichtig ab. Das war welche Taste? Abstellen. Mit X. Nein! Oh, das ist so überflüssig, finde ich. So, hier kann ich ja nicht hinspringen. Das wäre ja nicht gegangen, weil springen geht ja nicht. Ich muss ja hochgehen. Also gehe ich hier hoch. Das heißt also, von hier muss das Fass da auf die Kante drauf. Und da war ich doch gewesen, oder? Jetzt, meine Leute, jetzt mal ehrlich, ne? War ich da gerade an? Oh Gott. Also, wir haben nicht nur ein blödes Fass zu werfen, wir haben auch noch einen blöden Let's Player. Oh Scheiße, ey, wie doof bin ich denn? War ich jetzt mal wirklich schon richtig? Dann schmeiße ich das Ding weg. Super. Ach.
jetzt gucken wir uns, ich sag ja, das gucken wir uns jetzt 20 Minuten an. Oh, scheiße, scheiße, peinlich. Gudi, schneiden, schneiden. Nein. Bleibt liegen. Ja. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, jetzt abgesehen von, dass ich zu doof zum Werfen bin, ist es jetzt auch die Gehmechanik an der Stelle, turnt einen auch nicht so tierisch an. Ah, so geht's auch. Wunderbar. Okay. Wieder aufheben, kleiner Mann. Jetzt kommt wieder der blöde Wurf. Da war dann kurz ein Trampolin. Habt ihr gesehen, wie es nochmal extra hochsprang? Ey, ich kotze. Ja, es ist so ein bisschen überflüssig. Nimmt so den Spielfluss aus der Geschichte raus, ohne den Spielspaß wirklich zu erhöhen, ist jetzt so meine Meinung. Aber gut. Ja, es ist besser, das dahin zu werfen, wa? Bitte. Das kann jetzt immer noch runterfallen, wenn ich gegenstoße. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Ja, ich hätte hier rausgehen können, ne? Ich hätte hier wirklich rausgehen können. Oh, scheiße. Da war ich ja echt wieder ein kleines bisschen zu dumm. Was ist denn da eigentlich? Eine Sackgasse nur, ne? Ja, das ist nix. Sehr schön, wunderbar. Dann sind wir gleich bei Trico. So, wir haben jetzt wirklich 7 Minuten damit verbracht, dieses Fass hier zu bringen. Da hättest du es wenigstens fangen können, Trico. Jetzt guckt das so, wann ist denn das? Hä? Kommt mir bekannt vor. Riecht nicht schlecht. Ob ich mal reinbeiße? Ja. Ja, ich freue mich. Ja, wie mein Hund, ey. Wie mein Hund wirklich. Hier hüpft auch mal. Hüpfte manchmal so blöde durch die. So blöde, so süß durch die Gegend. Blöde Weiz. So, hier mit dem Wagen müssen wir irgendwas machen. Hm, ja, greifen. Ist mir klar. Ziehen? Weg. Ach, hier ist noch einer. Seht ihr, das ist immer das Gute, wenn man so dement ist wie der Woody. Wie habe ich das hier nochmal gelöst? Also. Ich habe das schon mal gelöst, ne? Hier sind wir hergekommen oder so, ne? Ja, da ist die Brücke, richtig, genau. So, den einen Wagen haben wir weggezogen. Ach, da ist eine Kette. Da ist eine Kette. Hm, Trico, kuscheln. Also hier können wir den Wagen nicht anfassen, den können wir nur von der anderen Seite anfassen. Aber solange dieses Tor da drauf ist, können wir den bestimmt nicht ziehen. Also müsste an der Kette gezogen werden. Ups. Ich glaube, mit der Kette war aber jetzt Blödsinn. Ich glaube, da muss ich noch nicht ran. Ach da. Muss ich eh, glaube ich, noch höher klettern. Das ist Blödsinn, glaube ich. Ich glaube, das ist Blödsinn, Goody. Ah,
Greif doch. Oh, jetzt klettert er drauf. Ich dreh durch. Ich hab nicht drei gedrückt, ich schwör's. Ja, es kann ja auch nicht gehen, solange das Tor da drauf ist. Das ist mir schon vollkommen bewusst. Nur den Wagen habe ich hier nach hinten geschoben. Einfach, weil es geht oder so. Hat auch nur einen Griff an der Seite. Man muss bestimmt dieses Tor. Oder ich muss Trico wieder irgendwas sagen. Oder wollen wir hier schon rausspringen, Trico? Aber der wäre ja Schwachsinn. Warum habe ich denn dann den Wagen bewegt? Das frage ich mich momentan gerade wirklich. Ja, das Spiel ist auch nicht leicht, so manchmal von den ganzen Wegen her. Welchen Sinn soll das haben? Ich meine, warum? Ich muss da sowieso nicht weiter. Ob ich den Wagen jetzt rausziehe oder in China-Fenster kreisum. Ich probiere mal, ob Trico springt. Aber irgendeinen Sinn müssen noch die Wagen haben. Gucken wir mal, Kleiner, ob du springen möchtest vielleicht. Ich kann an die Kette, kann dann da hoch, aber ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch probiert und habe dann festgestellt, das geht zwar, aber es hat keinen Sinn. Ah, gut, die in Nöten. Das Spiel gibt einem auch nicht viel Hilfestellung, bin ich jetzt gerade mal ganz ehrlich. Nee, nee, nee. Also hier kann Trico definitiv irgendwie nicht springen. Ja. Okay, ich habe also jetzt den Einkarren gezogen, ne? Sorry Leute, dass ich gerade, ich bin am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, weil ich habe die Stelle ja schon gemacht. Ich habe die Stelle ja schon gemacht. Was habe ich dann getan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, gucken wir nochmal nach. Irgendwie diese Karren müssen ja einen Sinn haben. Und ich, auch Mensch, spring doch runter, kleiner Mann. Okay, Trico springt nicht. Ich habe die Karre da weggezogen. Damit ich an diese drankomme. Die kann ich aber nicht schieben, solange das Tor da oben drauf ist. Ah, so. Die kann ich nur von der einen Seite ziehen. Hier, von da nicht. Okay. Die ist hier zu Ende. Was ist denn hier? Oh Gott, Goodie! Ich ziehe den Wagen, damit ich hier an den Hebel komme. Und der Hebel macht da hinten das Tor hoch oder so, wa? Ja, aber wenn ich loslasse, fällt es ja auch wieder runter. Oder Trico? Ah, Trico schiebt den Wagen. Okay. Ja, da kann ich mich echt null dran erinnern, ehrlich gesagt, an die Situation. Ist aber auch ein paar Tage her. Muss ich natürlich auch ganz offen gestehen.
So, kleiner Mann, was machen wir beiden Süßen jetzt, hä? Können wir hier hochspringen oder geht's? Nee, hier um die Kurve war doch Sackgasse gewesen. Oder war das keine Sackgasse? Dunkel ist es hier. Oh ja, hier sind Löcher im Boden. Wo das Licht plötzlich herkommt, weiß ich nicht. Ich sehe einen Scheiß. Ich sehe einen Scheiß hier. Ah, Trico, hier hoch. Komm her, mein Sternchen. Wow, mit deinen leuchtenden Augen. Ach, da kommt das Licht her. Cool. Komm mal her. Komm mal her hier. Komm her, kleiner Mann. Kleiner Mann, ja, genau, das sage ich. Ich sage zu Trico, kleiner Mann. Passt. Cool, ey. Voll die Taschenlampe, der Kleine. Okay. Ich kletter mal kurz an dir hoch, bitteschön. So, da bin ich oben. Und jetzt springen wir. Der denkt ja auch, hä, was willst du? Muss ich hinspringen? Ist da was? Ich schrei mal. Da ist was, Trico. Trau mir. Trust me. Er vertraut mir. Cool. Geil. Sehr schön. Ja, das Tor können wir ja nicht. Wir haben immer noch keinen Spiegel wieder, fällt mir gerade auf. Können wir auch langsam mal wieder bekommen, ne? Mit Trikos Blitzen zu spielen. Das musst du irgendwie runter machen, Kleiner. Oder ich kann da dran vorbeikriechen, das kann auch sein. Springen wir mal runter. Vielleicht ist da wieder ein Hebel so an der Seite hier. Genau das meine ich. Ah, ja, da ist was. Da ist was. Jemals ist da Mauer. Angst. Angst ist eine Seele. Aber. Oh, ein Spiegel wieder. Dann muss ich hier über die Kante bestimmen, ne? Macht mich das glücklich? Kann ich über die Kante überhaupt? Kann ich hier rum? Um die Kurve? Ich weiß es nicht. Oh, Trikot! Kannst du das Ding runtertreten oder so? Warte mal. Stompen ist. Tritt mal dagegen. Oh, aber cool, die Kamera ist dabei rausgefahren. Ich sehe, ob ich hier um die Kurve komme. Ah, ich weiß es nicht. Könnte sein, ne? Stoßen, stoßen. Das ist doch stoßen, das ist doch Kreis, oder? Oder? Nee, das ist stoßen. Ah. Ich probiere es mal mit Klettern. Nee, der kleine Mann will aber nicht, ne? Ach! Aber er springt gerne in den Tod. Okay. Ah, das mit dem Kontrollpunkt war also halb so wild. Okay, Trico, dann musst du es aber doch machen. Dann habe ich hier nichts ne? Tritt dagegen. Komm. Du hast die Power. Egal, was will er von mir? Na? Oder spring mal hoch. Spring mal oben gegen die Kante. Mach da Sitz. Ja. Ha, na also. Sehr schön. Und jetzt, Trikot?
Na, ich glaube, ist wieder deine Sprungkünste sind weiter gefragt. Ich komme mal hoch an dir. Ah, Loch im Boden. Warte noch, bis ich hier fest im Sattel sitze. Coole Geschichte hier, coole Geschichte. Und ich sag mal, mit der super Sahne Aussicht hier können wir das Let's Play beenden, richtig? Ja, es gibt mehr als ein Trikot, das erfahren wir noch ganz kurz. Und dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen, auch wenn Goody ein bisschen doof war. Ja, aber mit Fässer werfen und mit Wagen durch die Gegend schieben, aber manchmal ist es ja auch alles nicht ganz so easy peasy. Ja. Lasst den Daumen nach oben da, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat. Und nicht noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody.